Formel-1-Piloten unter den Skateboardern. Sie rasen Gebirgsstraßen hinunter, auf denen die meisten Auto- und Motorradfahrer ständig auf der Bremse stehen würden. Mit Tempo 90 in die Kurve, ohne Bremse. Einmal im Jahr treffen sich einige der besten Longboarder der Welt auf den steilen Passstraßen in der Nähe der kleinen norwegischen Ortschaft Voss. Ein Mekka für Geschwindigkeitsfreaks mit dem Ziel, noch schneller zu sein als die anderen. 70 Fahrer aus den Vereinigten Staaten, aus Kanada, Australien und Skandinavien sind in diesem Jahr nach Voss gereist, darunter der Norweger Torbjørn Sunde. Mit 13 stand er das erste Mal auf dem Skateboard, sprang von Treppen und über Geländer. Jetzt mit 27 fährt er wie die meisten seiner Kollegen nur noch auf Speed-Up. Wir Longboarder sind eine große Familie, sagt Torbjørn über sich und seine Mitstreiter. Wir versuchen ständig, die Grenzen des Möglichen weiter herauszuschieben. Was uns verbindet, ist die große Leidenschaft zum Skateboarden und vor allem zur Geschwindigkeit. Maximal 5 Longboarder starten in einer Gruppe und nur die 2 schnellsten kommen eine Runde weiter. Das ist in diesem Jahr mein kleines Problem. Ich stand seit April nicht mehr auf dem Board. Ich arbeite als Zirkusartist und bin die ganze Zeit über auf Tournee. Deshalb darf ich mich nicht verletzen, aber angreifen will ich natürlich trotzdem. Feintuning im Fahrerlager. An den Spezialboards werden Achsen, Rollen und Kugellager geprüft und gewechselt. Dann wird es ernst. Die Nummer 10, Torbjørn Sunde, Magnus F., Adrian Paulsen und David Kusachi. Seit 5 Jahren fährt Torbjørn Longboard-Rennen. Die meisten seiner Konkurrenten kennt er inzwischen und weiß, gegen sie zu gewinnen, das wird richtig schwer. Auf der technisch schwierigen Strecke mit engen Haarnadelkurven und mächtigem Gefälle trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Torbjørn Sunde, hier in der roten Lederkombi, erwischt einen perfekten Start. Trotz seines Trainingsrückstands gewinnt er die ersten 3 Läufe und hat sogar noch die Nerven für ein bisschen Show. Jeder will natürlich der Erste sein. Das ist immer eine Riesenrauferei. Dann legt sich plötzlich einer vor dir lang und du knallst rein. Dann kommt noch einer von hinten und erwischt dich selbst. Sowas passiert halt. Das Teilnehmerfeld ist inzwischen auf 16 geschrumpft. Selbst einige der Top-Favoriten fliegen raus. Auch Helme und Lederkombis können nicht verhindern, dass der eine oder andere Blessuren davonträgt. Aber Longboarder sind nicht zimperlich. Blutige Ellenbogen werden mit Paketklebeband getaped und für gerissene Bänder gibt es Elastikbinden. Die Sanitäter bekommen einiges zu tun. Ach was, sagt Torbjørn Sunde, das zählt doch gar nicht richtig. Ernste Verletzungen sind bei uns nicht so häufig. Vielleicht mal ein gebrochenes Handgelenk, aber bei jedem Fußballspiel gibt es doch ernstere Verletzungen.
Der einzig schwere Unfall an diesem Tag passiert, als ein unvorsichtiger Zuschauer einen Steilhang hinunterstürzt. Mehrere Rettungsteams haben eine halbe Stunde lang zu tun, um den Mann ärztlich zu versorgen. Trotz allem volle Konzentration bei Torbjörn, der zwei weitere Rennen gewonnen hat und plötzlich im Finale steht. Es ist nicht immer leicht, den kürzesten und gleichzeitig den schnellsten Weg zu finden, erzählt Torbjörn. Du brauchst ein gutes Auge für die Spur, für die optimale Linie und du musst taktisch und vorausschauend fahren. Was macht der Typ neben dir und wie fährt der auf der anderen Seite? Torbjörn Sunde ist ein hervorragender Gleiter, der besonders auf der Geraden stark ist. Er schiebt sich tatsächlich an den Konkurrenten vorbei, doch jede Rechtskurve wird zur Zitterpartie. It will be the pre-drifts into the right-hand corners. In den engen Rechtskurven kriege ich meine größten Schwierigkeiten. Die sind technisch sehr anspruchsvoll. Links geht besser. Wie gesagt, ich stand ein paar Monate nicht auf dem Board. Da gibt es immer noch Probleme mit meiner Technik. Torbjörn fährt das Rennen seines Lebens und nimmt es mit Longboardern auf, die in der Weltrangliste unter den Top 10 zu finden sind. Trotzdem muss er sich am Ende geschlagen geben. Das war eine Riesenüberraschung. Das Finale war verrückt. Ich habe leider einen kleinen Fehler in einer Kurve gemacht, das war's. Nur Platz 4. Dabei war ich eigentlich gut im Rennen. Nur ein klein wenig merkt man ihm die Enttäuschung an, als der Australier und Weltranglistenfünfte Jackson Shapira seinen Sieg feiert. Die Chance hatte ich, sagt Torbjörn. Nächstes Mal mache ich es noch besser. Yeah! All right. Hey, Jackson. Yeah, some of that too. Oh, that was amazing. Hang on to it for a sec. Oh, wow. Oh, that's too good, man. That's too good. That's too good. That's too good.